Hallo, grüßt euch hier zu einem neuen Video von Bartel Invest und heute wieder ein neuer Trade für mein deutsches Aktiendepot. Und das möchte ich euch mal schnell hier zeigen, einen ganz schnellen, unkomplizierten Video. Und zwar geht es hier um die Deutsche Telekom. Eine Position von Energy habe ich nämlich geschlossen, leider im Verlust. Der Trade ist nicht so angelaufen, wie ich das wollte. Das, wenn man sich mal die Aktie da anguckt, das Ding ist ja so dermaßen seitwärts gelaufen, das hat jetzt ja kein Ende mehr genommen. Dennoch glaube ich eher langfristig, dass die wieder steigen wird. Nur hatte ich leider meinen Stop-Loss getriggert. Ist aber auch nicht weiter dramatisch. Zumindest auch mit so einem Verlusttrade hat man wieder ein bisschen liquide Mittel und kann wieder sich auf einen neuen Markt stürzen. Und mein Fokus, wie gesagt, liegt jetzt hier mal bei der Deutschen Telekom. Wir sind hier in der Vergangenheit die ganze Zeit am Steigen gewesen. Wenn man ein bisschen weiter nach hinten schaut, hier läuft es hier seitwärts und dann haben wir hier so Tendenz steigend gehabt. Und ja, jetzt momentan sind wir gerade hier in einer weiten Korrektur nach unten gewesen und ja, das schaut für mich natürlich jetzt hier extrem spannend aus, wieder einzusteigen. Wir sehen hier die Abfallung und immer diese fallenden Hoch- und Tiefpunkte. Und hier hatten wir den letzten Punkt 3, den hat er hier schön nach oben durchbrochen mit viel Volumen, richtig Pfeffer war hier dahinter, ging es nach oben. Und genau, deswegen auch hier, ich habe das gesehen, wo er schon durch ist und bin jetzt einfach hier direkt mal nachgesprungen. Vorteile sind da ohne Ende. Wir sind hier direkt an dem Widerstand auch stehen geblieben und an diesem Widerstand, also mehrfach stehen geblieben. Und genau dann hat er die Trendlinie durchbrochen und den Punkt 3 durchbrochen in Trendrichtung an dem Widerstand. Also Vorteile mehr als genug. Und deswegen Grund genug für mich hier in diesen ja, eher steigenden Markt natürlich auch hier long einzusteigen. Angedachtes Kursziel, wie gesagt, wie immer hier oben das Hoch, dass wir das nochmal möglicherweise erreichen. Wie gesagt, es bleibt immer die Frage offen, ob wir hier oben noch mehr rauskriegen können. Wie gesagt, wieder verweise ich hier auf die Handelsstrategie. Diejenigen, die die Aldi-Strategie verwenden, wissen genau, wie sie hier zu agieren haben und wie sie eben den Stop hier zu verwalten haben. Genau, das soll schon gewesen sein. Wie gesagt, die Aktientrades sind immer eine interessante Sache, weil die sehr langfristig sind. Und ich denke mal, auch wenn jemand das Video irgendwie 2, 3 Tage später sieht und sich auch dafür entscheidet, kann er diesen Trade, denke ich, noch möglicherweise entspannt nachhandeln. Vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer, sogar noch besser einsteigen, als ich jetzt hier aktuell. Wenn du Fragen noch hast oder Anregungen oder Fragen zur Handelsstrategie etc., findest du alles unten in der Videobeschreibung. Ansonsten mir gerne einfach eine E-Mail schicken oder mich auch gern persönlich am Telefon kontaktieren. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis dahin, euer André, macht's gut. Ciao, ciao.